Einen wunderschönen guten Abend und schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie du in der Beschreibung zu diesem Video gesehen hast, geht es heute mal um den Klöppelbrief und nicht wie die letzten Male um die Hausklöppelspitze. Na, indirekt schon, weil es ist der Klöppelbrief zur Hausklöppelspitze. Ja. Um was geht es diesmal? Der Titel dieses Lives heißt ja die Rekonstruktion eines Klöppelbriefes. Du siehst hier bei mir auf dem Tisch mehrere Klöppelbriefe. Ja, Klöppelbriefe, für diejenigen, die es jetzt noch nicht wissen, sind meistens Pappvorlagen, früher auch Ledervorlagen, auf denen das Muster gekennzeichnet ist und nach dem gearbeitet worden ist. Wie zum Beispiel dieses hier. Das ist ein Klöppelbrief, viele, viele Löcher und hier an der Stelle sieht man noch ganz gut ab und zu mal ein paar Striche zur Kennzeichnung für den Klöppler, was auch immer er dort dann zu tun hat. Und wie du hier schon ganz gut sehen kannst, ist auf diesem Klöppelbrief schon sehr, sehr viel gearbeitet worden und es war mal wieder an der Zeit, diesen neu zu gestalten, also zu erneuern. Hier ist zum Beispiel jetzt der Klöppelbrief in einer neuen Form. Dazu habe ich eine neue Pappe halt genommen und den nachgearbeitet. Jetzt kann man das auf verschiedene Arten und Weisen machen, einen Klöppelbrief sozusagen zu erneuern oder auch zu rekonstruieren. Je nachdem, wie beschädigt der Klöppelbrief dann schon ist, ist es eben entweder eine Erneuerung oder eine Rekonstruktion. Im ersten Fall, also oder in der ersten Variante, wie ich diesen Klöppelbrief neu aufgelegt habe, ist vielleicht noch ein besseres Wort dafür, habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich habe einfach einen Pappstreifen genommen, habe diesen in dem Fall bei mir, ich arbeite zu 90% auf dem Klöppelsack, diesen Pappstreifen auf dem Klöppelsack festgesteckt, habe dann den alten Klöppelbrief an einer Stelle, der noch recht gut ist, das wäre hier zum Beispiel in diesem Bereich der Fall, hier sind die Löcher noch nicht so ausgestochen, wie zum Beispiel hier an der Stelle, da siehst du es vielleicht ganz gut, dass die Löcher doch schon ziemlich auch ausgefranst sind und damit das Muster nicht so exakt nachgestochen werden kann, wie hier im vorderen Teil. Um das jetzt auf die erste Variante zu machen, habe ich halt, wie gesagt, diesen Pappstreifen bei mir auf den Klöppelsack befestigt, habe den Klöppelbrief da oben drüber befestigt und um das jetzt neu zu stechen, wird dazu dann entweder eine direkte Pricknadel benutzt, oder aber auch eine ganz normale Stecknadel, kann auch eine etwas größere Stecknadel sein, was auch immer du zur Hand hast. Also es muss jetzt nicht unbedingt eine spezielle Pricknadel sein. Eine Pricknadel ist im Endeffekt nichts anderes als ein spitzer Metallgegenstand, so etwas mit einem Griff hinten dran, mit einem Holzgriff hinten dran. Und um jetzt das Muster des Klöppelbriefes zu übertragen auf die drunterliegende Pappe, nimmst du dann halt einfach nur deine Pricknadel, Stecknadel, Nagel, was auch immer du dazu benutzen möchtest. Es muss halt nur nadelmäßig sein und du musst damit durchstechen können. Ich sag, hier auf dem Tisch geht es jetzt natürlich nicht, aber auf dem Klöppelsack oder auf dem Klöppelkissen geht das natürlich hervorragend, wird dann jedes Loch durchstochen und das halt so lange, bis die Sequenz, die ja auf dem alten Klöppelbrief noch gut sichtbar ist, übertragen ist auf den neuen Klöppelbrief. Dann hast du halt, wenn wir das jetzt hier mal anschauen, dieser Part hier vorne, dieser Bereich sieht noch sehr gut aus, wenn der übertragen worden ist. Ja, dann habe ich halt hier eben auch nur so viel Klöppelbrief wieder in neuer Form, in neuer Gestalt.
vorzulegen. Eine andere Variante wäre, du nimmst dir eine Vorlage, die du dir selber auch gestalten kannst. Dazu ist kariertes Papier notwendig. Und wenn du kariertes Papier hast, dann ziehst du diagonal zu den Kästchen, die du dort hast, Linien. Und diese Linien sehen dann, ich zeige es dir gerade mal, dann raus. Ja, ich nehme mal eine etwas gröbere Vorlage dafür. Wenn du jetzt, wie gesagt, bei kariertem Papier diagonal die Kästchen halt gekreuzt hast, und zwar in beide Richtungen, dann markierst du jeden Schnittpunkt. Das habe ich hier auf dieser Vorlage gemacht. Wenn du hier genau hinschaust, siehst du zwischen diesen dunklen Punkten auch noch die Striche, die gezogen worden sind zwischen den Kästchen, halt dir die diagonal laufenden Striche, die im karierten Papier lang gehen. Gekennzeichnet werden dann die Kreuzpunkte der Diagonalen. Hier zu sehen halt mit den dunklen Punkten. Das entspricht den Nadelpunkten dann auf dem Kleppelbrief. In welcher Anordnung diese Punkte zur Geltung kommen, zur Verwendung kommen, hängt natürlich dann maßgeblich davon ab, wie die Vorgabe auf dem alten Kleppelbrief ist. Um jetzt hier drauf einen neuen Kleppelbrief oder den alten Kleppelbrief nachzuarbeiten, benötigst du dann etwas Transparentpapier. Das macht sich dafür am besten. So, dann nehme ich mir doch hier mal ein Stück Transparentpapier raus. Ja, ihr reflektiert das jetzt so ein bisschen, da die Vorlage einlaminiert ist, damit sie eben auch etwas länger hält. Ja, um jetzt den Kleppelbrief erstellen zu können, nimmst du dir dann halt etwas Transparentpapier, legst das Ganze auf diese Pünktchenvorlage, sag ich mal, drauf. Und dann heißt es halt geduldig die Nadelpunkte, die hier benutzt werden, hier aufzutragen, zu übertragen. Ja, also wenn du hier dann halt schaust, siehst du halt, in der ersten Reihe ist jeder Nadelpunkt belegt, in der zweiten Reihe ist auch jeder Nadelpunkt belegt und dann muss man halt sehr genau hinschauen, welche Nadelpunkte gebraucht werden und welche nicht. Und diese werden auf dem Transparentpapier gekennzeichnet, so dass ich dann im Endeffekt, ups, der Kleppelbrief hier auf dem Transparentpapier befindet. Auf diesem Kleppelbrief, diese Vorlage zum Kleppelbrief, kannst du jetzt alles einzeichnen, was du haben möchtest. In diesem Fall habe ich hier lediglich die Kennzeichnung gemacht, wie sie auch auf dem Original-Kleppelbrief vorhanden sind. Das wären jetzt hier also alle Nadelpunkte und die Striche, die dafür da sind, um zu kennzeichnen, wo gefüllte Formen auftauchen, oder aber das kann man hier auch als gefüllte Form arbeiten oder als Fächer. Wenn du dieses dann abgestochen hast und dir das nicht ausreicht, dann mache ich das zum Beispiel jetzt in diesem Fall, habe ich das so gemacht. Ich habe halt den Klöppelbrief so nachgearbeitet, wie er im Original vorliegt, also mit wenig Kennzeichnung. Für alle diejenigen, die den Klöppelbrief etwas mehr ausgearbeitet haben möchten, da sie damit noch besser zurechtkommen als nur mit diesen paar Punkten und Strichen,
habe ich dann, du siehst es schon, hier oben einen Knick, einmal drüber geknickt. Und habe jetzt den Vorteil beim Transparentpapier, dass mein nach Original gefertigter Klöppelbriefvorlage hier unten drunter ist und das natürlich hier durch das Transparentpapier durchscheint und ich das Ganze hier wieder übertragen konnte, die ganzen Nadelpunkte. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe in diesem Fall dann den Fadenverlauf mit rein gezeichnet. Also hier ist jetzt an den Stellen der gefüllten Formen angezeichnet, in welcher Art und Weise das gearbeitet wird. Also dass ich zum Beispiel, ich nehme mal die Nadel, sonst ist mein Finger da so im Weg. An dieser Stelle beginnt diese Form und dann geht es hier runter zu diesem Nadelpunkt, von dem Nadelpunkt geht es dann wieder hier hoch und wieder hier runter und so weiter und so fort. Ja, jetzt könntest du sagen, ja gut, okay, ich habe damit jetzt aber immer noch nicht genügend Erfahrung, ich kann damit immer noch nicht so wirklich was anfangen. Dann könnte ich dir jetzt sagen, gut, schau einfach auf YouTube, da gibt es ein Video zur Hauskleppespitze, da ist die Arbeitsweise an diesem Kleppelbrief hinterlegt. Jetzt willst du allerdings vielleicht auch nicht ständig auf YouTube gucken und dir dieses Video anschauen. Da gibt es dann auch noch eine zweite Variante oder eine zweite Variante, gibt es noch eine Möglichkeit, die ich natürlich gerade für alle diejenigen, die noch nicht so sehr viel Erfahrung mit dem Klöppeln haben, bei der Erstellung dieses Klöppelbriefes noch gemacht habe. Also einmal die Klöppelbriefvorlage nach alten Vorgaben, dann eine Klöppelbriefvorlage zum besseren Nachvollziehen, wo die Füllform gearbeitet werden. Und dazu habe ich dann noch eine Arbeitszeichnung angefertigt. Das ist diese hier. Sieht auf den ersten Blick sicherlich auch etwas verwirrend aus. Wenn du da allerdings genauer drauf schaust, kannst du eben hier diese ganzen Windungen, jeder einzelne Strich symbolisiert ein Klöppelpaar. Und aufgrund dessen ist es sehr gut nachvollziehbar, wie der Fadenverlauf in der kompletten Spitze ist. Ja, mit dieser Arbeitszeichnung ist es relativ simpel, diese Spitze nachzuarbeiten. Jetzt gibt es beim Klöppeln eine bestimmte Farbskala. Und zwar steht beim Klöppeln, bei Klöppelbriefen, bei Arbeitszeichnungen, du siehst hier bei dieser Arbeitszeichnung ist alles rot. Das bedeutet, dass alles im Ganzschlag gearbeitet ist. Auch dazu findest du Anleitungsvideos auf meinem YouTube-Kanal Kunst und Klöppeln. Und um jetzt auch zu verdeutlichen, dass das sehr gut funktioniert mit anderen Schlagvarianten, habe ich das hier auf dieser Arbeitszeichnung mal in der Form dargestellt, dass hier halt ein sehr großer Teil halt wieder rot ist, weil dieser halt im Ganzschlag gearbeitet wird. Der grüne Part, oh, ich denke mal, das ist ganz gut zu sehen, dass das grün ist, ist der Halbschlag und der lilane Part hier, das ist der Leinenschlag. Auch zu diesen zwei Schlagvarianten gibt es von mir Videos auf YouTube, in denen du dich orientieren kannst, wo du diese Schlagvarianten nacharbeiten kannst, üben kannst, ausführen kannst. Falls du Fragen hast, stell mir deine Fragen in die Kommentare, schick mir einfach eine Mail übers Kontaktformular auf meiner Webseite kunstundkleppeln.de oder aber auch hier über ja, Kommentare oder Nachrichten, wie auch immer das für dich am günstigsten ist. Und ich erläutere dir das lieben gern, treten andere Fragen auf, immer her damit, auch diese nehme ich gerne entgegen und beantworte sie diese, dir diese gerne auch in Videoform. Und wenn du da eine Frage hast und ich dir diese beantworten kann, dann mache ich das auch gerne so, dass es dann in Videoform vorliegt, sodass du dir das dann jederzeit
zum Beispiel auf YouTube oder Vimeo, dann eben auch anschauen kannst. Im letzten Live zur Hausklöppelspitze, weil für alle die, die das auch schon mal mit sich angeschaut haben, die wissen ja schon, dass diese Spitze, die im Original ja jetzt auch nur ja, 3,5 cm ungefähr hoch ist, mache ich als Hausklöppelspitze. Das ist dann so eher im Bereich von 30 cm Breite, also das Zehnfache ungefähr von dem hier. Habe ich beim letzten Mal vorgestellt, dass es zu dieser Spitze einen Einsatz gibt. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist jetzt ein Einsatz? Ich zeige dir das jetzt mal kurz an einer anderen Spitze, weil da habe ich beide Varianten da. Von dem Wässerle, der Hausklöppelspitze, habe ich im Moment nur den Einsatz da. Dieses hier ist gut zu erkennen. Ist eine Spitze. Ne? Das ist eine Spitze, erkennt man, hat einen geraden Rand, hat hier oben einen, ja, einen gewellten Rand in diesem Fall und in der Mitte halt das Muster. Spitze. Jetzt gibt es zu dieser Spitze einen Einsatz. Ein Einsatz ist auch eine geklöppelte Spitze in diesem Fall. Dieser hat jedoch, ja, du siehst es, zwei glatte Ränder. Ja, der hat eben nicht wie bei der Spitze üblich einen gezackten oder gewellten Rand, sondern der Einsatz hat zwei glatte Ränder. Warum? Der Einsatz ist immer dann verwendet worden, wenn zum Beispiel die Spitze an der Tischdeckenkante oder im Buffet nicht breit genug erschien. Dann wurde erst der Einsatz an die Tischdecke genäht und an diesen Einsatz kam dann die Spitze ran. In dem Fall sind es zwei verschiedene Garne, das siehst du vielleicht, also die würde ich jetzt nicht unbedingt zusammenpacken, aber es ist halt der Einsatz zur Spitze oder die Spitze zum Einsatz, deswegen passt es hier halt so hervorragend beieinander. Eine andere Variante, außer die eigentliche Spitze, um den Einsatz zu verlängern, ist, dass wenn ich eine Tischdecke jetzt zum Beispiel arbeite und daran die Spitze befestige, dann hängt die Spitze nach unten und von der Spitze ist ehrlich gesagt nicht allzu viel zu sehen. Wahr oder wahr? Jetzt hatte man die Möglichkeit, oder hatte es gut, hat man ja immer noch die Möglichkeit, wenn ein Einsatz gearbeitet worden ist zu dieser Spitze, die unten unterm Tisch hängt, diesen Einsatz entweder auf der Tischdecke zu applizieren, ja, also direkt oben drauf zu nähen, sodass auch die Spitze oben auf dem Tisch zu sehen ist, und oder eine zweite Variante ist, den oberen Part der Tischdecke so zu gestalten, dass ein Stück Tischtuch da ist, um dieses Stück Tischtuch, der Einsatz gearbeitet wird, dann um diesen Einsatz wieder Tischtuch kommt, das dann über die Kante hängt und da dann die Spitze dran hängt. Um es nochmal zu verdeutlichen, was ich damit meine, ist, das ist jetzt sozusagen meine Tischdecke obendrauf. Da wurde dann um diesen Part der Tischdecke rundrum die Spitze genäht. Ja, oder speziell dann eben auch mit Eckbildung rundrum geklöppelt, sodass das eben wirklich rundrum und oben auf dem Tisch auch gut zu sehen gewesen ist, das Muster. Dann kam hier außen rum, muss man noch mal ein Stück nach oben, dann wurde halt hier wieder Tischdecke, wieder Tischtuch angesetzt, hier rund um diese Spitze. Und die Decke hing ja dann über die Tischkante rüber und dann am Ende der Decke wurde die eigentliche Spitze dann befestigt. So hat man dann
den Effekt, dass die Tischdecke eben einen schönen spitzen Rand hat, dieser aber mit Hilfe des Einsatzes oben auf dem Tisch genauso sichtbar ist, wie wenn sie runterhängt. Und es ist natürlich wesentlich einfacher, eine Spitze mit zwei glatten Rändern in Stoff einzufassen, als jetzt eine Spitze, die einen glatten Rand und einen gewellten oder gezackten Rand hat. Jetzt spanne ich mal wieder den Bogen zurück zur Hausklöppelspitze und zu dem Klöppelbrief, den ich ja erneuert habe von der Hausklöppelspitze. Da sind wir jetzt hier nochmal bei dem hier. Ja, das ist der Originalbrief, der überarbeitete Brief wäre dann dieser. Ja. Diesen habe ich übrigens dann auch nochmal so aufgearbeitet, dass egal, ob du jetzt auf einem Klöppelsack oder auf einem Flachkissen arbeitest, habe ich ihn in der Originalgröße gearbeitet, gefertigt. Das ist dieses hier. Und zwar als geteilten Klöppelbrief. Denn meiner Erfahrung nach, speziell bei dem Klöppelsack ist, deswegen sieht dieser Klöppelbrief ja auch so ein bisschen ausgefranst an einigen Stellen aus, wenn ich diesen Klöppelbrief rund um eine Rolle lege, hat der einen bestimmten Umfang, die Rolle. Und wenn ich das dann hier feststecke, habe ich immer einen Part, der überlappt und wo dann der Klöppelbrief an sich relativ schnell zerstochen wird und ja, kaputt geht. Bei dem Flachkissen, also beim richtigen Flachkissen, habe ich ja die Herausforderung, dass ich sowieso den Klöppelbrief immer mal wieder anlegen muss, weil die Teile durchgeschoben werden, ich die unten wieder anlege und irgendwann ist ja mein Klöppelbrief dann auch mal zu Ende, wenn ich den durchgeschoben habe. Also muss ich ihn hier unten auch irgendwie wieder anlegen können. Und um da jetzt kein so ein großes, ja, Durcheinander gefriemelt zu haben, arbeite ich sowohl auf der Rolle wie auch auf dem Flachkissen sehr gerne mit geteilten Klöppelbriefen. Das heißt, ich habe ein etwas längeres Stück des Klöppelbriefes, den ich arbeiten will, und ein etwas kürzeres Stück, wo so zwei, drei Mustersätze drauf sind, die ich aber immer wieder anlegen kann. Ja, und so habe ich sowohl auf der Rolle wie auch auf dem Flachkissen nicht mehr die Gefahr, dass ich meinen Klöppelbrief dermaßen zerarbeite, zersteche, dass er relativ schnell an Haltbarkeit verliert. Und deswegen arbeite ich ganz gerne, wie gesagt, hier mit diesen geteilten Klöppelbriefen. Im Moment bin ich jetzt gerade dabei, weil Hausklöppelspitze hatten wir jetzt ja schon zu gesagt, ne, habe ich jetzt leider nicht als normale Spitze vorliegen. Die ist aufgebraucht, aber ich habe hier diesen Einsatz noch. Habe ich ja gerade bei der etwas gröberen oder größeren Spitze, das ist eine Rohrstuhlspitze, gezeigt habe, ist der Einsatz ja dafür da, um entweder die Spitze zu verlängern oder aber um oben auf dem Tischtuch appliziert zu werden. Kann man ja auch auf Kissen oder sonst irgendwas machen. Deiner Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Habe ich mich jetzt dran gesetzt, den Klöppelbrief, ich zeige dir mal, wie der für mich jetzt noch da ist, die alte Variante. Das ist dieses Teil. Ja, es sieht nicht mehr ganz so schick aus, ne? Ich sag mal, ist auch schon ziemlich durchgearbeitet. Und ich hatte jetzt nicht die Ambition, dort das auf den Klöppelsack zu stecken und Pappe drunter zu machen und durchzupieksen, weil ich das einfach zu ungenau empfand. Dementsprechend habe ich auch hier jetzt die Variante genommen, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme mir halt wieder Transparentpapier, meine Vorlage und habe die
einzelnen Nadelpunkte abgenommen von diesem alten Klebebrief auf das Transparentpapier. Vom Transparentpapier habe ich mir jetzt ein paar Kopien gezogen. Die Technik heutzutage macht es ja möglich, ne? Das wäre früher undenkbar gewesen, auf diese Art und Weise Klöppelbriefe zu rekonstruieren oder zu duplizieren. Da habe ich mir jetzt hier einige Kopien von gemacht. Und auf diesen Kopien, also das wäre jetzt hier schon mal möglich, ganz einfach zu verwenden als Klöppelbrief. Diesen könnte ich jetzt wieder teilen, so dass es unendlich lang aneinandergelegt werden kann und kann danach arbeiten. Herausforderung für jemanden, der im Klöppel noch nicht ganz so geübt ist, ist halt jetzt auf Grundlage der ganzen Nadelpunkte, die hier sind, zu wissen, was soll ich jetzt eigentlich wo wann machen. Und genau aus diesem Grund bin ich gerade nämlich dann auch dabei, diese Klöppelbriefvorlage in dem Fall ja noch, er ist ja noch nicht auf Pappe übertragen, dann wieder so aufzuarbeiten, dass entsprechende Arbeitszeichnungen für den Einsatz dann auch verfügbar sein werden, genauso wie hier, wie bei der Spitze an sich. Und das dann eben auch wieder in der Art und Weise, dass es einmal komplett in Rot, das wäre dann eben wieder, dass alles im Ganzschlag gearbeitet ist, beziehungsweise in Rot, Grün und Violett, um eben den Ganzschlag, den Halbschlag und den Leinenschlag zu symbolisieren, so dass es dann auch gut nachvollziehbar ist, anhand dieser schön geschwungenen Linien, wann welches Klöppelpaar an der Reihe ist, um damit dann eben auch zum Erfolg zu kommen. Genau, das ist jetzt gerade das, woran ich gerade arbeite. Also diesen Klöppelbrief jetzt für den Einsatz so fertig umzuarbeiten, dass er als Klöppelbrief, als Arbeitszeichnung vorliegt. Und dann werde ich genau diesen auch wieder bei mir auf der Internetseite www.kunst-und-klöppeln.de veröffentlichen. Wenn du daran Interesse hast, kannst du ihn dir dann, ich denke mal, in circa einer Woche bei mir auf der Webseite auch ordern. Den gibt es dann einmal als physischen Klöppelbrief, kannst du ihn dann ordern, also dass er dann auf Klöppelpappe zur Verfügung steht, inklusive natürlich Arbeitszeichnung und auch in geteilter Form, sodass es unendlich aneinander anlegbar ist. Oder aber auch als Datei, dass ich das als Datei zuschicken kann, dann würdest du dir die Arbeitszeichnungen bzw. die Vorlage für den geteilten Klöppelbrief ganz einfach runterladen können und ausdrucken, einlaminieren, auf Pappe übertragen, wie auch immer es für dich am sinnigsten ist, um damit zu arbeiten. Die zwei Varianten des Rekonstruierens eines Klöppelbriefes, die ich jetzt hier heute vorgestellt habe, kannst du natürlich auf jeden x-beliebigen Klöppelbrief übertragen. Ob das jetzt wie in dem Fall ein laufender Meter ist oder ob das nachher ein Klöppelbrief ist für kleine Deckchen zum Beispiel, das ist dabei völlig irrelevant. Ja. Das soll es für heute hier bei Kunst und Klöppeln in Bezug auf Klöppeln und Klöppelbrief gewesen sein. Wenn du dich auch für das Häkeln und Stricken mit nur einer Hand interessierst, was sicherlich eher interessant für Damen und Herren ist, die durch ein unvorhergesehenes Ereignis, Schlaganfall, Unfall, auftretenden Spastiken in den Händen sehr interessant ist, dann schau einfach am Donnerstag um 19.30 Uhr wieder rein. Da werde ich dann die Häkel-Strickhilfe wieder vorstellen. Auch dort beginne ich dann eher
damit sie dann auch fortzuführen, Möglichkeiten fortzuführen. Und gerne beantworte ich dir natürlich dann auch entsprechend Fragen, die du dir hier in die Kommentare stellen kannst. Ja, das soll es dann für heute hier von mir gewesen sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und ich freue mich, wenn du entweder am Donnerstag oder nächste Woche Dienstag wieder reinschaust und wir dann weiter übers Klippeln reden können. Einen wunderschönen Abend, wie gesagt, und bis nächsten Dienstag.